Nur in ein Handtuch gewickelt liegt das Baby im Unterholz. Gerade mal einen Tag alt. Es ist Januar, der Säugling ist in Lebensgefahr. Irina Martin findet das Baby. Ich habe gesehen eine weiße Tusche und gehört ein bisschen quick. Meine Tochter gesagt, Mama, das ist eine kleine Katze. Ich habe gesagt, nein, Dolores, das ist nicht Katze. Das ist, ich glaube, das ist ein Baby. Das ist der Tatort, der Horlachgraben in Rüsselsheim-Hasloch. Das Kind lebt, aber die Polizei hat noch immer keine Spur von der Mutter. Doch es gibt Hinweise, ein Handtuch, ein Damenshirt und ein Armband. Auf dem Handtuch, es handelt sich vermutlich um ein so ein Mikrofaser-Handtuch, ist aufgedruckt Turkmenistan Aschgabat. Aschgabat ist die Hauptstadt von Turkmenistan. Unsere ersten Recherchen deuten darauf hin, dass es sich um ein Hotel zum einen handeln könnte, dessen Kategorie 5 Sterne sind. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass es zu einer Sportveranstaltung in Turkmenistan gehört. Weiterhin war der Junge in ein Damenshirt eingewickelt. Das Shirt ist türkis. Und zum anderen hatte der Junge ein Armband am Handgelenk. Und da haben wir auch Hinweise darauf, dass dieses Armband, das könnte aus orthodoxem christlichem Glauben entspringen. Weder eine Flugblattaktion im Umfeld des Fundorts noch die Auswertung der DNA-Spuren hat die Ermittler bisher vorangebracht. Was uns aber auch noch brennend interessiert, ist einfach die Geschichte, die dahinter steckt. Wir möchten nicht vorschnell über jemanden den Stab brechen, sondern wir wollen wissen, was hat die Mutter bewegt, so zu handeln und das Kind an dieser Stelle bei diesen Temperaturen auszusetzen. Für Frauen, die ungewollt schwanger sind, gibt es neben der Babyklappe viele Beratungsmöglichkeiten. Schon im Vorfeld der Geburt, sagt Jutta Berg vom St. Vinzenz Krankenhaus Hanau. Einen Säugling einfach abzulegen, darf nie eine Option sein. Es gibt ausreichend Beratungsstellen, dass die Mütter also in ihrer Schwangerschaft sich auch anonym Hilfe holen können. Zum Beispiel Sozialdienst katholischer Frauen, auch Pro Familia. Sie sollen sich auch an ihren Gynäkologen wenden und einfach schauen, welcher Hilfebaustein in ihrer Lage passt. Dem Säugling, der in Rüsselsheim gefunden wurde, geht es gut. Er ist inzwischen bei einer Pflegefamilie. Wer kann Hinweise zu einem der drei Fundstücke geben? Die Polizei braucht bei der Suche nach der Mutter oder den Eltern dringend ihre Hilfe. Das war ein Beitrag aus dem Maintower Kriminalreport. Fragen bitte in die Kommentare, Hinweise direkt an die Polizei. Alle anderen aktuellen Fälle seht ihr hier. Die anderen Sendungen, die gibt es hier. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, dann gerne hier.